Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in der Irrenanstalt. Warum habe ich eigentlich keinen Ton? Ich höre nichts. Oh doch, ich höre was. Okay, hat sich erledigt. Das ist... Ja, nein. Herzlich willkommen zurück zu Thief, um es mal genau zu sagen. Es kann sein, dass ihr hin und wieder jemanden hört. Das ist aber nur mein Anhängsel. Keine Ahnung. Nein, ich habe jemanden hier sitzen, der hält mir Händchen, weil... ihr wisst schon. Wenn ihr den vorherigen Part gesehen habt, wisst ihr, worum es geht. Und ja. Ich habe das Gefühl, die Geräusche sind total leise. Nein? Irgendwie doch nicht. Vielleicht habe ich es ja leiser gemacht. Moment. So. Jetzt ist verdammt laut. Okay, in Ordnung. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich bleib jetzt einfach dabei. Hier war ich schon. Ja. Timer ist gestellt, alles ist gut. Nein, das ist nicht alles gut. Wo muss ich überhaupt hin? Kleinen Moment. Ach, Bullshit. Hier will ich hin. Ich schaffe den Schlüssel aus meiner Abteilung. In welcher Abteilung bin ich? Betritt die Frauen. Hä? Betritt die Frauenabteilung. Das Spiel will mich flachsen. In welcher Abteilung bin ich hier? Gucken wir uns das einfach an. Okay, jetzt bin ich wieder in der Lobby. Ich war in der Männerabteilung. Hier muss ich den Schlüssel finden, richtig? Richtig. Okay, go, 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 go. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier muss. Da? Hier komme ich aber nicht durch. Vielleicht doch hier längs? Kann ich runter? Oh Gott, hier geht's runter. Boah! Gott, meine Tiere machen Geräusche. Das ist gerade nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aha! Drehen wir eine Runde am Rad, hä? Was war das? Ich... Das hat... Ihr habt das gehört, oder? Was war das? Irgendwas ist hier entweder gefallen oder hat sich wehgetan und es klang nicht menschlich. Ich habe das Gefühl, ich sehe hier mehr als gestern. Das finde ich schon mal gut. Hört mir diese Musik auf. Ich warne euch. Aber die Tür ist offen. Sehr schön. Security Ward? Kommt das hin? Okay. Kleinen Moment, ich muss mal... 1, 2, 1, 2. Ah, okay. Ich werde mir das jetzt... Oh, ich rede viel zu wenig in diesem Level. Ich werde mir jetzt immer mal angewöhnen, wenn ich in den Raum reinkomme, irgendwie mal kurz Fokus zu aktivieren, um zu gucken. Weil ich habe das Gefühl, in dieser dunklen Umgebung kann ich fix was für mal was übersehen. Ich überschlag mich. Ein Patient nach meinem Geschmack. Falls er den Schlüssel hatte, fang einen Dieb mit einem Dieb. Ein Dieb? Hier? Ich hoffe, wir reden nicht von mir. Was haben wir denn hier? 17.05.872 NR, was auch mal NR ist. An der Tür des Archivars wurden doppelte Schlösser angebracht, nachdem verschiedene Vorräte verschwunden sind. Ich weiß nicht, wie er rauskommt, aber ich vermute, dass der Wachmann ihm hilft. Selbigen habe ich von M11 nach M2 verlegt, damit die beiden nicht länger Nachbarn sind. Das sollte ihre Umtriebe für eine Weile eindämmen, Dr. Stedman. Tür des Archivars. Vorräte? Wahrscheinlich hat er Unsinn getrieben mit seinem Nachbarn. Moment mal. Ah, vergessen wir das. Okay, warum musste ich hier hin? Keine Ahnung. Komm, mach das auf. Was haben wir hier noch? Zimmernummern. Will ich die wissen? Von M11 nach M...
Unbelegt nach M2. Patient Nummer 14 war das. Wo ist Patient Nummer 18? Gibt's nicht mehr, ne? Nein, gibt's nicht mehr. Schade. Ich habe die Befürchtung, dass Patientin Nummer 18, Aaron, war. Ist. Nein, war. War. Ist. Genau. War sie hier? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, sie war auch in dem Bordell und ich hätte niemals gedacht, dass sie in einem Bordell gewesen ist. Wieder als... Oh. Hund? Katze? Nichts von beidem. Vermutlich. Mein Magen fühlt sich gerade wieder nicht mehr sehr gesund an. Schloss knacken. Will ich das? Ich höre ein komisches... Nein! Um Gottes Willen! Hau ab! Ich gehe da nicht rein. Ich will hier weg. Ist der... Ich habe Angst, ich will da nicht rein. Vielleicht, wahrscheinlich muss ich aber da rein, oder? Nein, muss ich nicht. Warum sind hier zwei verdammte Punkte? Weil... Das hier ist die Männerabteilung. Das da ist wie... Nein. Oh. Kann man das nicht einzeln verfolgen? M6. Ah, da sind Zimmernummern dran. Warte. Das ist M2. Oh Gott, das war doch der. War der das nicht? Jetzt bin ich gerade neugierig. Zimmernummern. M2, Patient 14. Und? Nein, nicht das Archivar. Von M11 nach M2 verlegt. Doch, Tatsache. Der war das. Aber... Da zeigt die Maus nicht hin. Also der Zeiger. Oh. Kopfschmerzen. Ja, die kriege ich wahrscheinlich auch, wenn ich noch länger hier bleibe. Die Kopfschmerzen werden schlimmer. An manchen Tagen kann ich kaum noch klar denken. Ich sollte meine Symptome dokumentieren, aber sie kommen und gehen manchmal so schnell, dass ich nicht einmal sicher bin, ob ich sie überhaupt hatte. Ich weiß nur, dass sie stärker werden, je näher ich Dr. Hanfields Patienten komme, obwohl das gar nicht möglich ist. Vielleicht ist es nur die geistige Belastung durch das Ausfiltern der vielen Schreie. Ich bin sicher, er foltert sie absichtlich, wenn ich weiß, dass ich Schicht habe. Vermutlich sollte ich meine Liste mit Symptomen nach Verfolgungswahn hinzufügen. Noch meiner Liste von Symptomen. Verfolgungswahn. Ja, den habe ich bestimmt auch gerade. Würde ich drauf wetten. M5. Oh, ich will hier nicht rein. Ich habe jedes Mal Schiss, dass hinter den Ecken irgendwas hervorspringen könnte, ne? Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht. Ah, hier blinkt was. Ah, dann fühle ich mich gleich besser, wenn ich sowas finde. Ohne Scheiß. Später. Ich höre was, ich höre was. Was ist das für eine Musik? Ah! Das war eine Ratte. Nichts Außergewöhnliches. Alles gut. Nichts? Sehr schön. Gib mir das. Sonst noch irgendwas? Sehr schön. Jetzt habe ich mir selber gesagt, dass ich den Fokus so oft wie möglich hier einsetzen möchte. Und trotzdem kriege ich jedes Mal Schiss, wenn ich es tue, weil dieses komische Geräusch dann erscheint. So komme ich in die Frauenabteilung. Ja, freut mich. Musste dieses Geräusch jetzt sein? Was haben wir hier? Lager.
Da will ich, glaube ich, auch nicht unbedingt rein. Ich habe heute ein besonderes Lager gefunden, zurückgelassen von jemandem wie mir. Kleine Kupfermünzen, so alt wie die Stadt und ein seltsames Gemälde. Wir denken ähnlich, also muss es noch mehr geben. Hin und wieder höre ich ein Geräusch aus den Wänden, ein Klicken. Das klingt wie mein Herzschlag. Ich muss das haben. Ich werde es haben. Schon bald. Oh nein, oh nein, oh nein. Das klingt nach etwas, was auch ich haben wollen würde, aber... Was? Was ist das? Oh Gott. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Es wird lauter. Da ist jemand! Es wird lauter. Es wird lauter. Ohne Scheiß, wo kommt das her? Flimmern. Geh weg, geh weg. Ich will das nicht. Ich krieg's. Hier war doch gerade jemand, ohne? Oder wollte ich eigentlich sagen. Da ist es. Was ist das? Geh weg. Lass mich hier rein. Ist hier irgendwas? Nein. Türen zu machen lohnt eigentlich nicht. Oder? Weil... Oh, ich könnte heulen. Hör auf damit! Geh weg! Okay, es wird leiser. Sehr schön. Was war das? Stand das? Stand hier gerade was? Hier stand doch nichts. Stand das da? Ach du Scheiße. Das war nicht nett! Wer auch immer das umgeworfen hat. Das war nicht nett. Der wird... Kann ich nicht lesen. Ach, sehr schön, es hat aufgehört. Warum brennt hier Licht? Warum ist es wieder weg? Das sieht unheimlich aus. War ich hier... Ich war hier doch vorhin drin, oder? Jetzt ist das Geräusch wieder da! Das von diesem... Das ist doch... Nein. Es wird lauter, es wird lauter, es wird lauter. Memo und mich selbst stehen bleiben ist keine gute Idee. Moment, ich bin nicht tot? Ich bin... Nicht tot? Okay. Was war das? Mein Gott. Mein Herz. Ich will hier weg. Ich muss hier weg. Aber die Schritte sind weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich hier raus. Uff. Da hinten die Tür hat sich gerade auch gedreht, richtig? Muss ich hier rein? Ich muss hier rein. Geh durch. Lauf, 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 lauf. Ist mir scheißegal. Mach das. Ah! Geräusche sind nicht gut. Puh, eine Menge Blut.
Okay, ich muss sagen, irgendwann gewöhnt man sich an die Geräusche, aber schön ist es trotzdem nicht. War ich hier schon dran? Ah! War ich, ja. Daran erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Okay. Dann lass mich hier rein. 15 Minuten. Holy shit. Dezent am Zittern. Egal. Ich habe hier immer noch zwei. Oh mein Gott. Oh, schön. Bitte Händchen gehalten. Oh, das ist schön. Oh, okay, ich erinnere mich ernst in meine eigenen Schritte. Mal wieder. 1000%ig. Oh, dieses Geräusch gerade, das war nicht gut. Das war... Was war das? Ich habe so ein komisches Geflimmer die ganze Zeit gesehen, aber da war doch gar nichts. Das Geräusch war fies. Das war richtig fies. Na toll, jetzt habe ich alle durchgecheckt und doch, da ist noch was. Okay. Drehen, 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 drehen. Kein Geräusch, kein Geräusch, kein Geräusch. Nein, kein Geräusch. Sehr schön. Oh. Hi. Mal abgesehen davon, dass der ziemlich apathisch in eine Ecke schaut, sieht er doch eigentlich ziemlich unsichtbar aus. Eigentlich wollte ich sagen, dass er gesund aussieht, aber jetzt ist er weg. Will ich hier durch oder muss ich da? Ich muss hier durch. Boah, diese Platsch. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Dieses Platschgeräusch da drauf war nicht schön. Jetzt habe ich die Kacke noch unter den Schuhen. Wischt ihm ab. Hier brennt schon wieder Licht. Wenn mir hier wieder dieses dämliche Geflimmer in den Weg kommt. Weh. Ah ja, Man und Woman. Ich verstehe. Da hinten ist jemand. Oder? Bin ich blöd oder steht da einer? Ach, Z, genau. Ich kann Z drücken. Nee, sieht nicht so aus, als... Also zumindest kann ich damit nicht... Aber da steht jemand, 100 pro. Ach, gab's in diesen dämlichen Zellen eigentlich kein Licht? Könnte die bitte verschwinden? Die macht mich nervös. Ich gehe auf der anderen Seite lang. Ah! Da blinkt was! Ich will da hin. Ich komme da aber nicht hin. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Kleinen Moment. Oh. Ich bin mir sicher, wenn ich die Tür aufmache, sind die auch verschwunden. Aber ich will da jetzt gar nicht erst rein, wenn ich ehrlich bin. Davon ab sieht das nicht immer so, nicht unbedingt so aus, als wenn da irgendwas zu holen wäre. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hasse... Was war das? Was war das für ein Scheißvieh? Ich hoffe, man hat es jetzt halbwegs gesehen. Ich weiß nicht, ob ich weggeguckt habe. Ich weiß gerade gar nicht. Oh mein Gott, mein Herz. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will denn dieses... Okay, ich mach jetzt nichts mehr drumherum. Ich werde versuchen, in diese Scheiß... geht hoch. Ah, nein, nicht so hoch. Nein, so hoch wollte ich gar nicht. Nein, ich will das hier haben. Eine Spritze, toll. Ist sie immer noch da? Sie geht weg. Ohne Scheiß, ich kann die Maus nicht mehr anheben, ohne dass ich irgendwie... Merkt ihr das? Das ist unglaublich.
Also ich persönlich habe, ich mache mir gerade tierisch in die Hose. Ist das das, was ich haben will? Erneut aggressives Verhalten. Das klingt sehr nach Aaron, ja. Kleinen Moment. Geschichte 4? Wann habe ich denn das eingesammelt? Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die Pflege geistig Kranker auch einen Preis einfordert. Dafür müssen wir bezahlen, mit Zeit, Geduld und auch mit Blut, denn in uns ist unser Blut, dem diese armen Menschen entstammen. What? Und ihre abseitigen Gefühle sind uns geschuldet. Nehmt als Beispiel den schleichenden Meisterdieb, wie er in dieser kummervollen Zeit genannt wird. Sein einziger Antrieb ist der Wunsch nach dem, was ihm nicht gehört. Ein fehlgeleiteter Wunsch, der der Welt eine Ordnung aufnötigen möchte, die er nicht eigen ist. Das klingt irgendwie böse. 27.04. Hä? Die gehen ja in der Zeit zurück. Alle Patienten zeigen in letzter Zeit zunehmend aggressives Verhalten. Wir hatten ähnliche Vorfälle schon letztes Jahr, als Patientin Nummer 18 in der Isolation war, aber sie endete nach ihrer Verlegung in die Reformierung. Die jetzigen Auffälligkeiten weisen jedoch beunruhigende Ähnlichkeiten auf. Patientin 82 hat mich heute Morgen sogar angeknurrt, als ich ihr das Frühstück brachte. Ein Kind sollte derartige Geräusche gar nicht machen können. Ein Kind? Ach du Scheiße. Uns bleibt nur, uns weiterhin so gut wie möglich um sie alle zu kümmern. Ich jedenfalls werde nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass Patienten in Huntfields Schlachthaus kommen. Oh Gott. Was sind das für Absurditäten, die man hier aufdeckt? Das ist doch nicht mehr schön. Ich meine, schön war es von Anfang an nicht. Was haben wir hier noch? Patientennotizen. Da muss ich wenigstens kurz reingucken. Halluziniert zunehmend von Dämonen in den Ecken. Ja, das habe ich auch. Empfehlen kognitive Therapie mit Dr. Dann, bla. Erneut gleich an die Wände gebohrt. So eine Empfehlung, Entfernung von Gabeln und Messern. Ja. Wahrscheinlich war das das Zimmer, in dem wir nur die Löffel gefunden haben. Von M3 nach M4. Lärmschwankungen verstören. Patienten brachten die das unregelmäßig Abständen zu schreien. Besteht weiterhin darauf, dass die gesundheitliche Einlieferung ein Irrtum ist. Empfehle Lobotomie. Falls diese Ansicht... Lobotomie hatte ich im dritten Teil auch schon mal. In dieser Shellbridge-Wiege wurde auch immer von Lobotomie geredet. Ich habe keine Ahnung, was das für ein komisches Verfahren ist. Ist der beste Beweis dafür, dass die Prozedur ein durchschlagender Erfolg ist. Dr. Huntfield unterliegt weiterhin dem Irrglauben. Ihm solle die Leistung der Leitung der gesamten Heilanstalt unterstehen. Empfehle dringend, dass er seinen Kopf aus dem Arsch zieht und aufhört, Vorschläge zur Lobotomie in der Unterlagen zu kritzeln, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Wie mit ihrer Lobotomie? Ich will dieses Bild nicht vor Augen haben. Ja, hier sieht gut aus. Ach, okay. Ich mache beim nächsten Mal weiter. Ich muss den Partner beschwenden und ich bin irgendwie so ein bisschen froh, dass ich das gerade kann. Tut mir leid, dass ich immer so schreckhaft bin. Es ist nicht. Also, es wird in den nächsten Parts auf jeden Fall besser. Wie gesagt, man gewöhnt sich irgendwann an dieses komische Geräusch. Vielen Dank, dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Es wird noch ein bisschen weitergehen, aber trotzdem vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht zu kommentieren, ich werde wahrscheinlich nichts mehr schreiben können jetzt. Ich bin froh, dass ich wahrscheinlich den Titel noch in das YouTube-Fenster eingeben kann, ohne irgendwelche Buchstaben dazwischen zu hauen. Bewerten nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat oder euch genauso gegruselt hat wie mich, könnt ihr einen Daumen rauf da lassen. Wenn nicht, dann seid ihr nicht normal. Das, nein, war ein Scherz. Was fehlt noch? Abonnieren! Unten unter dem Video ist ein Abonnier-mich-Button. Und bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich in die Videobeschreibung schauen, weil da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich brauche eine Pause.